Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK Scorched Earth PlayStation 4. Ja, letzte Folge habe ich da vorne an der Kante gestanden. Habe aber noch, eine Wasserstelle gefunden. Ja, ich muss zugeben, ich habe mir die Karte angeguckt. Also ich habe mir die Karte bei Google angeguckt und letzte Folge stand ich da vorne. Da hinten ist die Motte. Ja, schreibt ja mal, fang die Motte, weil das erste Flugvieh ist. Ich habe mir oben die Wasserstelle gesucht, habe mir jetzt erstmal ein bisschen Wasser besorgt. Will aber noch weiter hinten zum Obelisken. Der ist eigentlich mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich da leben ankomme, aber ich versuche es zumindest. Ich habe ein Glück noch. Ja, ich habe den Speer noch. Ich müsste doch vielleicht mal unten irgendwo eine Wasserquelle ran, weil ich mir meine Wasserflasche befüllen wollte. Gerade von unterwegs ist das echt praktisch. Manche haben auch geschrieben, was war das? Alter, was ist denn da hinten los? Mach dir eine Lederrüstung. Lederrüstung, ey. Da, bei der Hitze eine Lederrüstung. Das wird ja immer schlimmer. Kannst du hier nicht bringen, da verreckst du. Achso, ich habe ja Level Up schon letzte Folge gehabt. Warte mal, können wir mal ganz kurz. Ich muss auf Gesundheit gehen. Scheiß auf Gewicht erstmal. Das war noch mal ein paar Level mehr, ne? ja, Skills verteile ich später. Muss ich mir sowieso mal ein paar aufheben. Ich habe hier überall diese hässlichen, Säbelzahntiger. Du musst echt aufpassen, wenn du hier in der Umgebung rumkraust. Ich sollte vielleicht auch öfter mal auf die Karte gucken, damit ich weiß, wo ich bin. Oh Gott, der Obelisk ist ganz unten rechts. Das sieht gar nicht so weit aus, oder? Also wenn ihr jetzt mal guckt. Na gut, ist doch schon Ende. Kacke. Ja, die Motte zähmen. Oh nee. Na gut, die gehen noch. Wenn du denen nicht zu nahe kommst, darfst echt nicht zu nahe kommen. Die greifen dich auch an. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin sonst immer denen vorbeigelatscht. Die haben nichts gemacht. Aber ja, die sind doch ganz schön angriffslustig, wenn man da ein bisschen näher rankommt. Aber langsam halt. Die sind nicht gerade die schnellsten, deswegen. Oh nein, 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 nein. Hau ab. Vor denen habt ihr mich gewarnt. Die kleinen Arschgeigen. Die kleinen Spastis beklauen einen nämlich. Ich werde verfolgt von allem möglichen Viehzeug. Was war das für eine Wolke? Alter! Fuck it, der hat mir alles kaputt gemacht. Scheiße, Alter. Mann, hab ich Muffensausen in gehabt. Mann! Fuck, ich brauche mehr Fasern. Achso. Hä? Achso, hier brauche ich mehr Fasern. Oh Gott! Wie viel Fasern noch? 25. Die kann ich nebenbei noch ein bisschen farmen. 25 Fasern. Sollte nicht das Problem sein. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Oh, Freunde. Eben gerade, ne? Da hat es mir fast die Schlüpper gesprengt. Oh. Ich habe mich schon wieder tot gesehen. Muss ich zugeben. Brauche ich auch noch ein paar Fasern. Warte mal. Kriegen wir noch hin. Dann loote ich gleich nochmal den Vogel. Na, reparier. Mann, reparier. Komm. Sorry, ich bin hier. Ich bin total offen. Okay. Anziehen. So, jetzt sind wir wieder ein kleines bisschen vor der Hitze geschützt. Und ich werde mal den Vogel hier auseinandernehmen. Achso, Inventar, da was drin gehabt? Ey, da was drin. Da warnt die mich jedes Mal. Guck erst ins Inventar, wenn du irgendwas hier auseinander nimmst. Mach ich. Zukünftig versuche ich das. Toll. Das ist wieder geschafft. Alles kaputt gemacht. Das war mein Handy. Nicht erschrecken. Was fehlt denn schon wieder? Holz. Feuerstein.
Oh, tut mir leid, wenn jetzt mein Insight mein Handy durchdreht. Mann! Jetzt wisst ihr, warum ich permanent auf Gesundheit gehe. Hä? Hä? Verstanden? Okay. Geil. Gut, dass ihr mich versteht. Fuck it, ey. Okay. Mir ist immer noch viel zu warm. Und ich bin ein bisschen überlastet. Ich muss mal hier ein bisschen was... Gott. Oh Gott. Leck mich, brauche ich nicht. Hier, das rohe Fleisch weg erstmal damit. Die ganzen Bären, das verrottete Fleisch, ich hoffe. Er holt sich jetzt meine Gesundheit. Bitte, bitte, bitte. Scheiße, es geht einfach nur runter. Ich muss irgendwas finden, was mich kühlt. Wasser. Ja, hahaha. Komm, komm, komm. Fuck, was ist denn unten noch alles? Geh runter zum Wasser. Geh runter zum Wasser. Ihr habt alle gesagt, geh runter zum Wasser. Das ist mein Tod, wenn ich da hinkomme. Hast du Wasser? Oh, er hat Wasser gehabt. Ich glaube, ich erhole mich jetzt langsam, oder? Ja. Geh da rauf, komm. Mach es, bitte, 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 bitte. Da muss ich lang, ne? Das ist der Obelisk, wo wir hin wollten. Bitte erhol dich jetzt schnell. Pack die Karte weg. Oh, Freunde. Alter, ich hoffe, das Känguru ist nicht bösartig. Das ist, glaube ich, so ein Ölkäfer. Das Problem ist, die sind Schlangen. Und die Schlangen... Die sind bedeutend schneller als ich im Laufen. Na, kack erstmal. Ich sollte auch auf keinen Fall unten beim Wasser bleiben. Denn, ja, Wasser ist zwar lebensspendend, oh Gott, ich bin total durch. Aber das Problem ist halt, hier tummeln sich zu viele Viecher rum. Ich bleib erstmal ganz kurz in der Nähe vom Wasser. Muss mal ganz kurz gucken, wo ist denn der Obelisk? Da hinten, oder? Ich hoffe, das ist der. Ich versuche jetzt da vorne hochzugehen. Noch ganz kurz am Wasser bleiben. Ah, kam dieses komische Vieh an vorhin, das mich beklauen wollte. Da bin ich erst da reingerannt. Ey, ich habe so ein scheiß Glück in dieser Folge bis jetzt. Ich weiß, viele von euch haben mich jetzt schon tot gesehen. Ich muss einen kleinen Umweg laufen. Ich muss oben lang. Aber du weißt auch nicht, was da oben lauert, ne? Das ist immer... Das ist bei Scorched Earth der Hammer. Du bist permanent auf 300 hier. Du weißt auch nie, was passiert und was in der nächsten Ecke ist. Weil es sieht einfach alles gleich aus. Aber... Das ist der Nervenkitzel da dran, das fetzt. Fuck it! Da kommt Fleisch raus? Wollt ihr mich verarschen? Am besten wäre es irgendwie eine Wasserquelle oder so mal finden. Obwohl ihr auch schöne... Orte sind zum Bauen. Oh, bis wir bei dem Obelisken angekommen sind, Freunde. Ne? Das wird noch eine ganze Zeit vergehen.
Ich laufe sowieso wieder total den... Mann, warum kommt ihr nicht mal alle zu mir? Mann, wo seid denn ihr? Fuck, ich muss wieder runter. Das nippel ich hier ab. Ich brauche unten die kühle Temperatur. Hier oben ist es viel zu warm. Und da ist schon wieder so eine Ameise. Nee, die habe ich ja vorhin getötet. Ich muss mir ein Stück runter. Es gibt hier kein Auf, kein Ab. Aber wenn ich unten bleibe, da kommen mir die ganzen Raptoren später wieder rein. Ich kenne die eine Stelle, die ich da unten mal hatte. Das ist echt heavy. Was kommt da an die Rand? Und das ist zumindest kein Raptor. Mann, ich will doch nur die geile Baustelle bei dem grünen Obelisken haben. Gut, die Temperatur ist wieder ganz normal hier. Ja, da oben bauen wäre ja auch ganz cool. Wie machen wir es, Freunde? Unten lang... ist aber auch sehr gefährlich. Gut, da oben ist es genauso gefährlich. Das Problem ist, hier unten haben wir die fetten Viecher. Zumindest, wie ich es ab und zu mal gesehen habe, ich glaube, wo ich die erste Folge gemacht habe, da bin ich hier unten gespawnt irgendwo und habe gleich so ein riesen Vieh vor der Nase gehabt. Ich sehe den Obelisken auch von hier nicht. Das ist der falsche, glaube ich. Ihr müsst wissen... das ist der falsche. Ich bin völlig orientierungslos, Freunde. Da gehe ich nicht lang. Das könnte euch abschminken. Ich habe da eben gerade das Krokodil gesehen. Aber ich glaube... da müsste der sein. Kann ich hier lang gehen, ohne dass mich jetzt irgendwas wieder angreift? Wir können ja mal kurz gucken, ob wir hier in der Bergnähe... besser durchkommen, aber ich glaube nicht. Hier sind auch wieder irgendwelche Kackviecher. Mann! Mann, ich hab's doch gesagt! Ah, fuck! Wo war ich jetzt gestorben? In der Hartregion, okay. Scheiße! Mann! Ich glaube, unser Zeug sehen wir nicht mehr so schnell wieder. Probier's nochmal. Ich muss unten zum Wasser hin. Unten war irgendwo... irgendwo unser Zeug. Leckt mich, Hippies! Komm mir vor wie Spider-Man. Oh Gott, wo waren das jetzt? Da? Oder da? Da. Bei dem großen, fetten Krokodilen. Du warst da. Ich muss schon da. Oh Gott! Jump! Ah, da komme ich doch nicht hoch! Huh?
Ich lebe gefährlich, Freunde. Ich lebe echt gefährlich. Okay. Hier ist die Wasserstelle, wo wir waren. Was machen die denn da hinten? Ach, das ist ja dieses andere Kackvieh da. Okay. Da vorne war ich irgendwo abgenippelt. Muss aber auch abpassen. Weil die sind auch nicht alle Fische nett zu mir. Gut, der rennt ihm einen hinterher. Aber hier unten ist auch, ja, auch, hier unten ist auch eine ganz schöne Stelle. Hier haben wir Wasser, ne, hier ist schön. Nein, ich will zu diesem Kackobelisken. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich will da irgendwie hin. Auch wenn das Jahre dauern sollte. Na, jetzt bin ich schon wieder erschöpft. Was ist denn das für eine Pfeife? Kannst du die mal hier 10 Kilometer rennen am Stück? Jetzt rennt der da vorne rum. Will der mich einfach nur verarschen? Ich will mein Zeug. Ich habe da nicht so lange mit den anderen gefarmt, um mein Zeug... Ach, nee, es kommt doch eine Schlange, klar. Jetzt habe ich ihn da noch vorne. Geil. Lass mich ja in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Fuck, ich glaube, die Schlange hat mich gesehen. Und das Krokodil. Hau ab. Mir egal. Fahrt doch mal alle zur Hölle! Oh Gott! Alter, die Schlange. Ich bin hier völlig falsch, Freunde. Ich bin hier völlig fehl am Platz. Ich muss die Richtung. Ach man, ich weiß. Das wird immer schlimmer, Freunde. Glaubt mir, wir werden hier. Ich werde hier. Oh. Ich habe aber jetzt auch nichts. Jetzt bleibt er echt hier? Nee, ich wollte schon sagen. Jetzt sind das nur noch zwei Schlangen geworden. Klar, warum denn nicht? Ja, kommt doch alle. Ihr könnt alle was von mir abhaben. Da ist irgendein Vieh in der Wand drin gewesen. Okay. Ja, komm. Guter Ankylosaurus. Mach die Schlange tot. Hat er gemacht. Danke. Da gibt's ja nicht mal was. Doch, da hat was bei. Das ist ganz praktisch immer. Wisst ihr, die haben wir nämlich noch nicht gehabt. Und die Hose können wir mal ganz kurz auswechseln. Ich muss jetzt eh da lang. Also da ist zumindest der Obelisk, das weiß ich jetzt. Werde mich aber jetzt hier unten halten. Versuchen. Ich versuche es. Ich habe noch einen Speer. Ich muss mich jetzt um alles durchschleichen. Ich weiß, jetzt schreiben wieder alle, oh, was bist denn du für ein Noob und sowas alles. Ja, ihr wisst gar nicht, was ich hier durchmachen muss, Freunde. Und ich mache das für euch. Damit ihr ein bisschen Unterhaltung habt und so ein Deppen hier zugucken könnt. Gut. Ich muss versuchen, jetzt großteils jedem Vieh aus dem Weg zu gehen, was irgendwie. Schlange. Da ist wieder der Dieb. Oh Gott. Oh Gott, warum musste mir das immer passieren? Ah! Jetzt ist er noch erschöpft. Hau ab! Jetzt hat der mich beklaut! Du Arschratte! Komm! Nimm den Speer! Wo ist er hin? Du klein... Ach, renn doch zur Schlange. Arschloch. Ah!
hab doch gesagt, renn nicht da unten lang. Was mache ich? Ich renne da unten lang. Hat der mich noch beklaut, die Sackratte? Ich wollte jetzt aber nicht zur Schlange dahinter rennen und, was hat er mir überhaupt geklaut? Irgendwas aus dem letzten Inventarfach, ne? Dann mach ich das nächste Mal so hier. Kann er mir klauen, was er will. Ich hab, glaube ich, eh nur ein paar Bären oder so geklaut. Ich glaube, das ist er, ne? Der grüne Obelisk. Ich weiß, ich könnte irgendwo mich niederlassen und mich selbst ein bisschen leveln und so ein Scheiß. Aber da wird mir der Nervenkitzel hier flöten gehen. Das ist so geil. Ihr wisst gar nicht, wie einem permanent die Pumpe geht, wenn du sowas durchmachst. Warum musst du denn zu mir kommen? Kackkäfer. Haut ab. Denn das ist noch ein Skorpion. Nicht, dass hier irgendwann, wenn so ein Golem auftaucht, dann kriege ich erst richtig eine Waffe. Ach nee. Ach nee. Nee. Nein. Hättest du mir schlimmer vorgestellt. Ich weiß nicht, was mit dem Skorpion hinter mir los ist, aber irgendwie... Was ist mit den Skorpionen nicht in Ordnung? Ah ja, da kommt mit. Ich hab ein paar neue Freunde gefunden übrigens. Skorpi und Ion. Terrorvogel. Ich drehe mal wieder um. Ich gehe mal da lang. Aua! Ach, du bist Kacke! Ihr seid alle Kacke! Ihr seid alle Scheiße, wisst ihr das? Ihr seid alle blöd! Na gut, Freunde, die meiste in der Folgepause. Ich habe jetzt nämlich gerade die Schnauze voll. Wir sehen uns morgen wieder. Ne? Haut da rein, macht's gut. Ciao.